Diendorf am Kamp. 10 Uhr früh. Auf dem Hof von Robert Patchett dreht sich alles um Käse. Denn er ist Käsehersteller. Was Robert genau macht, findet heute Ella heraus und besucht ihn, seine 15 Wasserbüffel und seine 40 Ziegen. Hallo, ich bin die Ella. Servus, ich bin der Robert. Roberts Tag beginnt im Stall mit dem Melken und Füttern der Tiere. Die warten auch nur aufs Futter. Das heißt, wir sollten eigentlich zuerst einmal füttern. Ella hilft tatkräftig mit. Wie viel Liter geben die Wasserbüffel? Die Wasserbüffel geben sehr wenig Milch. Am Tag vielleicht 6 bis 9 Liter. Aber tolle, fette Milch, 8% Fett. Zum Vergleich, eine Kuh gibt pro Tag 3-mal so viel Milch wie ein Büffel. Die frische Büffel- und Ziegenmilch von heute früh wollen die beiden jetzt verarbeiten. Das Erste, was wir machen, ist Hände waschen. Zuvor hat Robert die Milch bereits auf 32 Grad erwärmt und Milchsäurebakterien und Lab hinzugefügt. Nach einer Stunde verfestigt sich die Milch langsam. Das ist wie ein Pudding. Das wabbelt so. Diesen Pudding schneidet Ella mit einem Werkzeug, genannt Harfe, in kleine Stückchen. Hin, zurück, so. Dann heißt rühren. Und zwar 30 Minuten lang. So werden die Käsestückchen immer fester. Sie sind 30 Liter Milch. Wie viel Käse wird das? Na, das wären ungefähr 3 Kilo Käse. Also es gibt so eine Daumenregel, 10 zu 1. 10 Liter Milch, 1 Kilo Käse. Das ist ziemlich wenig. Ja. Ja, und man hat 9 Liter Molke. Diese Masse kommt jetzt in Formen. Gut umrühren und hineinfüllen. Und dann fließt die Molke durch die Löcher raus und der Käse bleibt drinnen. Und unten sammeln wir die Molke. Bis morgen früh wendet Robert den Käse insgesamt 5-mal. Und das sind jetzt die Käse von gestern, die habe ich aus den Formen rausgegeben. Nächster Schritt ist salzen. Und das Salz, das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, es schmeckt gut. Der zweite Grund ist, es schützt auch den Käse vor fremden Schimmeln zum Beispiel. Der Käse hält sich länger. Durch Ellas Hilfe sind im Nu alle Käseleibe gesalzen und kommen in den Reiferaum. Und die Käse bleiben jetzt da reifen bei hoher Luftfeuchtigkeit, bestimmter Temperatur, 12 bis 14 Grad. Und nach 4 Wochen sind sie fertig. Die gute Molke, die beim Käsemachen übrig geblieben ist, bekommen jetzt die Schweine. Oh, alle rennen. Auch Ella darf schlemmen. Möchtest du den Käse kosten, den wir heute zusammen gemacht haben? Also so, wie er dann nach 6 Wochen sein wird. Mhm. Das ist der. Ich schneide ein Stück runter. Probier mal. Boah, der schmeckt so gut. Ja, bitte, iss auf. Oh. Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Kommst wieder. Tschüss. Ciao. Ja. Baba. Tschüss. Tschüss, Sarah.